Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme/Ausgabe vom Far Cry 4 Let's Game. Und heute ist der 3. Dezember, das heißt eine neue Game Adventskalender Aufgabe steht bevor. Und diesmal wurde sie vom Told Nigger etwas gestellt, keine Ahnung wie der User nochmal heißt. Und die Aufgabe lautet: erledige ein Nashorn nur mit Granaten beziehungsweise, nee, ohne Granaten beziehungsweise ohne einen Granatenwerfer. Wo ist der Raketenwerfer? Ich brauche Raketenwerfer, aber ich denke, hier gibt es keinen Raketenwerfer. Also es wäre schon schöner zu sagen, ohne Sprengwaffen oder so. Dabei wäre dann auch C4 gemeint, aber so kann ich dann natürlich einfach C4 laden und den einen wegsprengen. Also ich weiß, dass das harte Dinger sind und dass es nicht leicht sie zu zerstören ist. Wow, ich muss mich beeilen, aber erstmal muss ich mir hier was kaufen. Was ist das denn hier? Nein, 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 nein. Ich hole mir mal ein paar neue Spritzen. Zack, neue Spritze. Und zack, noch eine neue Spritze. Wow. So, noch 2 Punkte habe ich übrig. Was habe ich denn hier so Schönes? Nein, nein, nein. Kugelschwamm. Vielleicht fiktiver. Was ist das denn hier? Ziehen, Kettendauern. Schade. Was? Die folgende Fähigkeit wird benötigt. Beute-Takedown. Ach, das habe ich ja noch gar nicht. Scheiße. Hol ich mir mal ganz schnell so. Hier ist Radio Rayrana von seiner Fallstür. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe okay, wo geht's denn los? Weiter. Wo muss ich denn weiter? Scheiße, ich habe vergessen, die Map zu checken. Also, ich brauche erstmal Nashörner. Wo gibt's denn überhaupt Nashörner? Also, zuerst muss ich natürlich die Aufgabe erledigen. Ich habe Bock auf neue Punkte. Panzernashorn heißen die. Nicht nur Nashorn, sondern Panzernashorn. So. Anscheinend gibt es die nur hier. Und ich muss auch gar nicht ins Auto steigen, sondern ich teleportiere mich einfach nach hier zum Wegpunkt zu diesem Dörflein. Und dann gehe ich mal auf Jagd. Also, ich werde sie dann einfach mit C4 erledigen. Sind ja keine Granaten, beziehungsweise auch kein Granatenwerfer C4. Und dann das Ende. Oder mit Molotow. Nee, Molotow-Cocktails sind Granaten. Okay, das ist schon mal. Oder nee, ich denke. Ich weiß nicht. Komm mal, ich kaufe mir mal ein paar Sachen. Cola habe ich in Massen. Blablab. Was könnte ich mir kaufen? Muni brauche ich jetzt nicht. Oder das hier? MP. Ach, ich. Ich verstehe. Das kostet ja mehr. Das kostet. Sprengpfeile. Richtig. Kacke. Habe ich mich nicht geupgradet. Da können sich mit Pfeilen töten. Nein, so. Ich muss den erledigen mit Minen. Dafür brauche ich eine geilere Waffe, beziehungsweise mit nur Minen kann ich ihn nicht erledigen. Deswegen hole ich mir mal hier so eine PKM. So, kaufen. Bam. Oh, schade, keine Aufsätze hat diese Dreckswaffe. Also, gegen was ersetze ich sie? Ich ersetze sie gegen diese Schusswaffe hier. Ja, come on, ich hole mir da später mein Maschinengewehr wieder zurück, aber für derzeit. Und 90 Pfeile! Was? Ich kann 90 Pfeile tragen! Ey, das kann nicht sein. So. Ich wollte mich verarschen. Bogen? Nein. Nö. No? Hä? Egal. So. Richtig. Ich werde einfach mit den Elefanten sie überrennen. So. Wie steigt man auf Elefanten? 1, 2, 3, 4 erhalten und restlich und dann Spritze zu sehen. Okay, so Leute. So. E halten, so rein, zack, come on, Elefanti, tuck, F schlagen, geil, geile Sache, und ich habe immer noch mein Maschinengewehr zur Verfügung, dumm, ich darf meine Leute nicht überfahren, so, ich muss jetzt zu den Nashörnern und sie befinden sich dort drüben, tuck, Feinde, kommt her, ich töte euch alle. Und da schießt jemand! Wer ist das? Wer schießt? Wie viele Nashörner muss ich nochmal töten? Ich denke, eins. Nee, kann man auch nicht. Das ist einfach 3 Stück. Komm, Agnes, gib vielleicht Hilfe dem Rebellenkampf. Erledigt! So, der nächste bitte. Yeah, abgeschlossen. Nachladen. Schnell mal nachladen. War da ein Nashorn? Ich denke, nee, kann man auch nur ein Nashorn machen. Nein! Ein von uns habe ich gekillt! Scheiße, das wollte ich gar nicht!
Was war da das? Was war das? Wieso bin ich runtergefallen? Ach, ich denke, scheiße, die Zeit geht zu Ende. Ich muss mich beeilen. Ich habe noch 15 Minuten knapp. So. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe meine Waffe. Aber die Munition nicht voll. Nein, die Elefanten sind nicht da. Ich nehme mal einfach mal hier dieses Vierrad-Bike und gehe mal dann ganz schnell zu den Nashörnern, weil die Zeit drängt. So, blub, blub. Elefanten, bleib stehen, ich brauche dich. So, komm her, mein Süßer. Mein Süßer, bleib stehen. Ja, so, jetzt geht's los. Als ob die sich einfach so reiten lassen. Nein, boah, die Elefanten. Renn, renn um dein Leben. Renn. Ja, so, renn weiter. Los. Ich brauche Nashörner. Ich sehe aber gerade keine hier auf der Map. Wer macht solche bösen Geräusche da? Was weiß ich. So, Nashörner müssten hier sein. Ich muss sie erstmal finden. Das Problem ist, es sie zu finden. Ich sehe gerade keine hier in der Nähe. Ich renn mal hier nach oben und schau mal oben nach. Was gibt's denn hier oben? Schönes? Gar nichts. Nein, 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 das bin ich, der hier die ganzen Äste kaputt macht. So, da sind meine Leute rechts, aber... Nashorn, hallihallo. Auf ihn! Bam, in die Fresse, du Fixer. Stirb, stirb. Erledigt, so easy geht das auf. So, du auf, du auf, come on, bitch. Yeah, I like it. So easy ging das auch hier, einen Nashorn zu erledigen. Hupp! Runtergesprungen! Ja, bleib stehen, mein Fahrzeug. Ja, ich durchbohre auch seinen Panzer mit einer Maschine. Eindeutig. So, Haut eines Panzer. Nashorn, nein, bleib stehen, nachladen. Hupp! Ja, ein bisschen schneller. Ja, 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 ja. So, ein Lein. Nein, komm her! Ich finde das Maschinengewehr irgendwie angenehmer als das andere, was ich vorher hatte. So, ich erledige mal einfach drei Panzernashörner, die Panzernashornhaut, die kann man ja immer noch gebrauchen. So, wo gibt es noch welche? Ich sehe gerade keine. Ist ein bisschen blöd, aber... Oh nein! Wo, was, wo, wer? Ja, mein Kumpel, du... Ja, hau ab, wenn du willst. Ich mach dir eh nichts, also keine Ahnung, wieso du rennst. So, ich muss hier die Typen finden. Will ich die? Da habe ich die Typen gefunden. Zack, 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 beide tot. Nein, der zweite ist nicht tot. Oh, jetzt ist er tot. So, lad mal schnell nach, Elefanti. Okay, der Elefant ladet nicht nach. Nein, er kann nicht runter. Ich brauche eine gerade Fläche, um runterzukommen. Zack, 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 zack. Hup, hier runter. So, ich brauche noch Nashörner. Oder brauche ich sie zum Herstellen für etwas? Ja, hier, Sprengstofftasche. Ich brauche noch einen gepanzerten Nashorn. So, ich erledige noch einen. Ich hoffe, mit der Aufgabe muss... Nee, komm, ich erledige drei Stück, dann bin ich hundertprozentig mit der Aufgabe fertig. Oh, in your face, bitch. In your face, bitch. In your face, bitch! In your face! I like it! Face, bitch! So, schnell häuten! Oh, yum, 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 yum. So, jetzt, come on, Elefant! Come on, jetzt geht's los, weiter! Ich muss erstmal nachladen. Hier irgendwo war noch ein Nashorn, beziehungsweise zwei Stück oder so. Es ist, denke ich, hier runtergerannt, das schöne Stück Fleisch. Fleisch! Ich kann was... Ah, ich kann schon was herstellen, aber ich erlege noch ein drittes Nashorn. So, Sprengstofftasche erledigt, hergestellt. Ich brauche jetzt... Trage bis zu 5 C4 Sprengsätze und 5 Minen mit mir herum. Was ist das denn hier? Schwermunitionstasche. Eine mittlere Tasche für Brennstofftanks, Leuchtkugeln, Raketen und Granatenwerfermunition. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. Spritzen wäre schön.
Ne, Köderbeutel brauche ich gar nicht. Köcher. Das ist geil. Das wäre geil. 6 Sprengpfeile, 6 Brandpfeile und 20 Bolzen. Das wäre cool. Aber ich brauche Nepal-Paderfell. Und eine Beutetasche. Oh, alles ist so schön. Das hier brauche ich auf jeden Fall. Honigdachsfell brauche ich. Also. Ja, da ist er doch. Da ist doch mein Süßer. Mein Süßer. Bam in your face. Ja, da cool. Fressen oder gefressen werden, mein Süßer. Ich fresse hier gerade. Ja, und der nächste ist erledigt. So. Nein. Aufsteigen, schnell, baldig. Moin, runter! Mein Elefant haut ab oder so! Ich weiß nicht wieso, der hat aufgehört zu reiten. So, wo ist denn das? Ich denke, das eine Fahrzeug ist einfach abgehauen. Ich muss schnell. Nein, ich habe deine Freundin nicht getötet! Du schuld dir ein paar ganz Zorn, XP. Nein! Ach, die haben den Elefanten getötet! Ach, der stirbt so schnell. So, schnell mal häuten, weil die Haut ist cool. Flotsch, flotsch, flotsch. Aber nun brauche ich sie ja noch irgendwie. Stück Fleisch. Stück Fleisch. Stück Fleisch. Stück Fleisch. Ich habe ein Stück Fleisch bekommen. Und keine hier Elefantenhaut. Was ist das für ein Bull? So. Ich denke mal hier Maske von Yalung. Ich checke mal die, weil dort war ich schon mal, aber ich weiß nicht, das habe ich irgendwie nicht erhalten. Also auf jeden Fall muss ich weiter diese goldene Pfadmission machen und so. Und das hier, Hork, Longuinus ist dort. Übernehme eine Mission für Longuinus. Du hältst große Mengen an Rupien, brauche ich ja gerade nicht. Übernehme eine Kampagnenmission für den goldenen Pfad. Das erledige gleich. Erledige ich gleich. Danach wird das da einge... Nee, ich muss das ja... Nee, ich nehme das danach ein. So, jetzt geht's erstmal zur Maske. Weil die Maske... Doktor Aufputsch. Ja, yep, Doktor Aufputsch. Ich habe mich schon so viel aufgeputscht. So viel Aufputschmittel in mir drinnen schon. Ich wollte eigentlich das Maschinengewehr wechseln. Egal, behalte ich jetzt das. Das gefällt mir irgendwie mehr. Aber das hat keine Aufsätze, das Maschinengewehr. Das ist ein bisschen blöd. Ich denke, ich nehme doch das alte Maschinengewehr. Weil das ladet schneller nach und hat geilere Aufsätze und alles andere. So, hier unten muss irgendwo eine Maske sein. Von Yalung oder so. Ich muss sie auf jeden Fall finden. So, die sollte hier unten irgendwo sein. Ich denke, letztes Mal konnte ich was hier. Ja, so bin ich hier. Maske. Oh oh, jemand hat mich angegriffen. Maske von Yalung entfernen. So, noch eins bis zum nächsten Belohnung. So, jetzt habe ich sie entfernt, die Maske. Jetzt geht's weiter. Okay, die eine Maske habe ich entfernt. Was ist das? Ein paar ganz toll. Vernichte diesen schwer bewachten feindlichen Konvoi. Du hältst große Mengen Rupien und du kannst gratis deine Munition auffüllen. Come on, auf dem Weg erledige ich noch die Aufgabe dafür. Ah, der bewegt sich, der Konvoi. Okay, dafür braucht. Nee, come on, ich habe jetzt keinen Bock. Wenn, wo klicke ich auch hin? Fähigkeiten. So, da konnte ich was bei Fähigkeiten? Nee, bei Fähigkeiten konnte ich nichts machen. So, da sich bewegt, habe ich keinen Bock. Bonnerschaus, Scheiterhaufen. Unbekannter Ort. Dann denke ich, es ist nur einziger Ort und du enthülle ein weiteres Stück dieses rätselhaften Landes. Du hältst XP, brauche ich jetzt gar nicht. Auge um Auge, ach. Ich denke, Auge um Auge Mission erledigt man, indem man, wie macht man das nochmal? Y, so, indem man diese Kamera aufmacht. Und dann rechtsklick Legende, nein, Interface ein aus, nein, nicht das Interface, irgendwie. Hilfe ist auf dem Weg. Nein! Fuck. Okay. Okay. Nee, ich denke, mit dieser Kamera macht man irgendwie Fotos, aber ich weiß jetzt nicht genau wie. Ja, die Hilfe brauche ich jetzt gar nicht. Ja, super, ein Typ, come on. Hier kommt Hilfe. Ja, ein Na, Typ. Klar. Ich brauch's gar nicht, du Schwächling. So, jetzt geht's zur nächsten Mission. Ah nee, ich wollte erstmal den Außenposten einnehmen. Danach geht es sofort zur nächsten Mission. Ich weiß immer noch nicht, wie man fotografiert im Internet. Das Internet hat mir auch nichts rausgesprochen. Also,
Jetzt seid ihr gefragt, meine lieben Zuschauer, einfach in die Comments reinschreiben, wie man hier in Far Cry 4 fotografiert. Ich denke, in Far Cry 3 ging das auch, also musste man auch sowas machen, aber ich weiß nicht, wie das geht auf jeden Fall. So, jetzt wird hier eingestiegen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich Munition habe, ich denke nicht mehr viel, aber egal. Jetzt geht es nein, mein armes Tier. Am Mikrofon Ravi Ray Rana. Oh nee. Da kommt wieder das gleiche im Radio. Ja, das haben wir alle. Die sind kaum zu übersehen. Aber da sitzen keine Menschen drin. Die sind voller Heroin. Ich sag das nochmal. Ein ganzes Flugzeug voller Heroin. Also, ich komme nicht von der Straße, aber ein einziges Gramm Heroin kostet zwischen 100 und 300 US-Dollar. Für ein Gramm Toto. Für ein Gramm Toto! Oh, geil. 300 Dollar für ein Gramm. Ein Flugzeug von Heroin, das ist ernsthaft viel Kohle. Sagt, was ihr wollt, lieber Paganin, aber der Kerl muss stinkreich sein. Ich meine, der muss den Geschützen von Walter White haben. Ich frage mich, ob es bei Diktaturen auch diesen Konkurrenzkampf gibt wie unter Nachbarn. Müssen die reichen 1% der Soziopathen auch mit den Müllers von nebenan mithalten? Warum zum Beispiel lässt Pagan eine Riesenstatue von sich selbst bauen? Vielleicht nur, um ihn von Kim Jong Un zu überbieten. Vielleicht sagt auch so Sachen wie, oh Mann, Kim Jong Un hat ein goldenes Scheißhaus. Vielleicht sollte ich auch in eine So, jetzt wird das unbemerkt eingenommen, weil ich brauche noch einen Außenposten, den ich unbemerkt einnehme und der hat doch nicht was gelabert, was wir schon gehört haben. So, jetzt muss ich erstmal hier die Location abchecken. Zack, der erste gecheckt, der erste Typ, der etwas dort an seinem Fahrzeug. Dort ist ein Plakat, Propaganda! Jetzt kommt die Musik. Oh, 100 XP dazu. Das ist mal sehr fein. I like it very much. So, dort ist schon die Alarmanlage. Vielleicht ist oben jemand. Ich weiß es gar nicht. Ja, wir halten auch schon nach EG Gale. Und ich bin der Gale. Mein Kumpel. Hey, da bewegt sich was! Fuck! Fuck, ich hab verkackt! Wichser, du musst doch... Fuck! Fuck! Nein, ich hab keine Muni! Nein! Elefant, mein Retter! Elefant! Ich muss alle zerstören! Schnell auf ihn drauf! Und jetzt los geht's! Los geht's! Boah, Bitches! Wow, bam, bam, zwei weg. Wir kommen von der Straße. Der nächste. So. Der Elefant. Ja, Elefant. Ja. So, wer hat gebankt hier? Scheiße, ich hab den Außenposten nicht unbemerkt eingenommen. Das ist blöd, aber egal. Hauptsache, ich hab ihn jetzt. Wow, bam, verpiss dich, Wichser. Verpiss dich, verpisst euch. I'm was not you. Shut up. So. So, jetzt werden einfach nur Bitches hier gebankt. Der nächste bitte. Elefantenkill. So, der letzte Typ ist noch übrig. Den erledige ich jetzt auch einmal. Boah, zwei Propaganda-Plakate. Wirf die nach Base. Oh yeah. Rockern. Ziegelfabrik. Abteilung. Transport. Einfach so. Zerbankt mit einem Elefanten. Schade, dass ich es nicht unbemerkt eingenommen habe. Ist aber auch jetzt nicht so schlimm. Voll geil, dass man hier Elefanten hat. Uah, wo ist denn das Plakat? Das ist anscheinend oben. Geht's hier hoch? Rein? Nein, hier geht's nicht rein. Wo ist denn das Plakat? Da oben. Ey, wie kommt man eigentlich... so kommt man nach oben, oder? Wie kommt man eigentlich nach oben? Wollen die mich verarschen? So, jetzt wird gesprungen. Blöde Kacke. Scheiße, ich hab kaum Muni. Ich muss mir Munition kaufen. So. Ich wünschte, wer auch immer den Ausbruch Nein. hat, hätte auch die Leichen wegräumen. Nee, werde ich nicht wegräumen. So, Kumpel. So, jetzt muss da irgendwie hochgesprungen werden. Kacke, kacke, kacke. So, noch drei Versuche. Nein, eins. Paganzorn macht sich unbemerkbar. Suche auf der Karte nach gegnerischen Konvois.
Nein, ich hatte es doch schon. Wie kommt man da hoch? Leute, ach ich... Oh nee. Elefant, wo bist du? Elefant? Elefant, mein Süßer. Schade, der Elefant ist weg. Ist aber egal, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass man sie mit dem Elefant abreißen muss. Muss. So. Large.